Ja, so ihr Lieben, die Party ist heute hier oben an Deck vorbei und ich möchte jetzt mal euch über etwas aufklären, was einfach ganz fatal benutzt wird. Und deswegen ist es wichtig, da mal Licht ins Dunkle zu bringen. Denn worum geht es heute? Guten Abend. In meiner Aufnahme heute geht es um Folgendes. Ja, wir haben jetzt also hier ein paar Tage verbracht auf diesem schönen, schönen Schiff, das gekapert wurde, gebucht wurde von der Community Forever Living. So, und hierbei geht es, um was geht es? Ja, Network Marketing. Ja, und jetzt kommt bei dem einen oder anderen natürlich zum Vorschein, Network Marketing, Schneeballsystem. Okay, ich versuche euch das mit einem Satz vielleicht mal zu erklären oder mit einem Satz mal zu fragen. Babbelst du nur so einen Mist nach, von wegen hier Schneeballsystem, oder hast du Ahnung davon? Frage. Und damit ist, glaube ich, Schneeballsystem schon ganz einfach erklärt, denn Schneeball befindet sich in dem System, in dem du dich sehr wahrscheinlich befindest. Wenn du zum Beispiel eine Adresse noch gemeldet hast oder die Person gemeldet ist in Deutschland, ja? Und dann bist du automatisch in dem Schneeballsystem. Weil, warum, was bedeutet Schneeballsystem? Schneeballsystem heißt ganz einfach, dass du so viel rackern und dich abschuften kannst, wie du willst. Es steht jemand vor dir, der die Hand aufhält. Und wer ist das, an dem wir nicht vorbeikommen? Genau. Wenn die Person gemeldet ist, dann kommst du ganz einfach an einem sogenannten Finanzamt nicht vorbei. Jetzt unabhängig davon, ob es legal ist oder eben nur so getan wird, als ob. Das ist das Schneeballsystem, in dem du dich befindest. Ansonsten ist es ein Pyramidensystem. Und das ist der feine Unterschied. Du schaffst und schaffst und schaffst und arbeitest und arbeitest und arbeitest und hast am Ende des Jahres kaum was in deine Geldbörse. In dem Pyramidensystem ist es so, dass du arbeitest und hast ganz, ganz viel in deine Geldbörse. Ja? So. Und das hier, was ich erleben durfte von Forever Living, das ist ein Schiff gemietet. Ein Schiff, ich sage ganz einfach, es ist ein Hotel auf Wasser. Und da ist jede Menge Freizeitaktivitäten noch vorhanden. Und das alles für, sage und schreibe, jetzt halte dich fest, für knapp 4000 Menschen aus 169 Nationalitäten, ja, also Länder, will ich es mal sagen, aus 169 Ländern. Okay. Das Ganze, die Anreise, egal wo sie herkommen, von den Fujis, von Japan, aus Afrika, egal woher, wenn sie sich qualifiziert haben als Eagle Manager, und dann ist es klar, dass alles bezahlt wird. Die Anreise, alles hier an Bord wird bezahlt. Der Clou ist, viele haben sogar noch, und deswegen sind es 4000 Menschen, haben ganz einfach noch Personen mitnehmen dürfen. Oder anders gesagt, zwei tolle Menschen, so wie wir es jetzt zum Beispiel erleben durften hier. Und so gab es außer uns, gab es, wie viel war es jetzt? Knapp 3000, also etwas mehr wie vielleicht 1000 Gäste an Bord. Wurde alles finanziert von Forever Living. Und das im Network Marketing.
Jetzt frage dich doch mal, okay, du schaffst jetzt tagtäglich deine Arbeit, deine 8 Stunden in deiner Firma. Wann kam bisher das Finanzamt, weil du redest ja immer von Schneeballsystem und dann nehmen wir jetzt einfach mal das Schneeballsystem aus Deutschland. Wann kam das Finanzamt zu dir und hat gesagt, pass mal auf, du hast hier so viel Steuern bezahlt, auch wenn du es gar nicht musstest, ist egal. Ja? Du hast hier so viel Steuern bezahlt, du darfst hier noch jemanden mitnehmen in deine Kabine und dann zusätzlich nochmal 2 Gäste. Also dein Partner oder Partnerin sind auf jeden Fall dabei und dann hast du vielleicht noch 2 Kinder oder hast Oma und Opa, denen du das einfach mal zeigen möchtest, was zum Beispiel Forever Living in deinem Network Marketing einfach alles leistet. Frag dich doch mal oder frag mal das Finanzamt, wann das einfach macht für dich in dem Schneeballsystem, in dem du dich befindest. Und jetzt sagen viele, wieso ist das denn ein Schneeballsystem? Ja, sag ich, ganz einfach. Also wenn ein System Angst hat, dass ihnen die Menschen abhanden kommen oder abhanden gehen oder einfach das Feld verlassen in ein anderes Feld hinein, was dann einfach Network Marketing hat, muss man es einfach schlecht reden, negativ reden und dann einfach anders benennen und darauf oder darüber aufklären. Und deswegen wird das aufgeklärt und wird darüber gesagt, dass das negativ ist, lass die Finger davon, ja, das ist ein typisches Schneeballsystem, du raggerst und raggerst und raggerst, dir die Hose runter und nur der vorne dran hat etwas davon. Das kennst du vom Finanzamt, ja? Nur das Finanzamt hat etwas davon und du raggerst und raggerst und raggerst. Merkst du jetzt die Verschiebung von der Politik, von den Medien, egal wer so einen dummen Schwachsinn daherredet, was Network Marketing angeht, was hier verzapft wird. Bei Network Marketing hast du natürlich einen Arbeitgeber und du entscheidest selber, wie viel du arbeitest, wann, wie und wo, ob du nur online oder offline arbeitest, das entscheidest auch nur du. Und das entscheidet kein Chef mehr, weil du bist dein eigener Chef. Und wenn du das willst, ja, dann machst du zum Beispiel so eine tolle Fahrt hier, wie wir sie erleben durften. Oder du hast vielleicht sogar das K-Programm. Ja, das gibt es zum Beispiel auch bei Forever, wie ich gehört habe. Das heißt, in dem K-Programm ist es so, dass du zum Beispiel jetzt für 3 Jahre lang, wenn du deine Leasingrate bezahlst für das Auto, kriegst du dann 3 Jahre lang 400 Euro jeden Monat dazu von Forever. Oder hast du das K2-Programm, also das K2-Programm für das Auto, dann kriegst du nicht nur 400, sondern 800 Euro. 3 Jahre lang. Jeden Monat für deine Leasingrate. Oder du kannst das für andere Sachen benutzen, das heißt eben nur K-Programm. Ist klar, hat ja immer wieder steuerliche Anreize oder Hintergründe hinten dran. Ja? Deswegen wird das so benannt. Du kannst natürlich damit auch deine Miete bezahlen etc. pp. Alles das ist möglich hier bei Forever Living, wie ich erfahren durfte. Und wenn dann noch irgendjemand so ein Bullshit daherredet, dass das ein Schneeballsystem ist, sage ich, dann hat er irgendwas noch nicht verstanden oder er lässt sich einfach nur benutzen, manipulieren von den Medien, von allem anderen, die das schlecht reden. Ich habe hier niemand gesehen, der irgendetwas Schlechtes über Forever erzählt. Weder die Afrikaner habe ich irgendwie, sag ich mal, missgünstig gesehen, sondern einfach, sie waren erfreut und sie haben gefilmt und berichtet hierüber. Und die Japaner genauso. Und Leute, das wurde alles bezahlt, das wurde alles organisiert. Die Landausflüge etc. pp., was hier stattgefunden haben, das wurde alles bezahlt von Forever Living. Ja, natürlich sind das für die Werbekosten. Logisch. Doch sie müssen es nicht machen und sie tun es trotzdem. Ja? Das nenne ich doch mal hier etwas Tolles für seine Angestellten, die hier freiwillig selbstständig arbeiten,
jeder wie er will, jeder wie viel er möchte und dementsprechend kann er sich das hier, dies und jenes und alle anderen Spirenzien, die einfach Forever Living anbietet, kann er sich erarbeiten. Frag mal deinen Chef, ob du dir auch sowas dort erarbeiten kannst, wenn du einfach nur deine Tätigkeiten im normalen Alltagsleben bewerkstelligst. Ja? In diesem Sinne hoffe ich, euch da draußen jetzt aufgeklärt zu haben, hier über dieses sogenannte Schneeballsystem, was einfach nur benutzt wird. Ja, es ist wichtig, auch mal so etwas zu erzählen. Und sehr wahrscheinlich habe ich hierdurch noch weniger Freunde. Aber soll ich euch was sagen? Es ist mir egal. Es ist meine persönliche Meinung und ich stehe dazu. Und ja, Steffi vertreibt auch Forever Living. Ich unterstütze die dabei. Und trotz alledem mache ich dennoch meine eigene Sache. Ja? In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, wenn auch du Spaß hast und Interesse hast, bei sowas mal dabei zu sein und Spaß hast, einfach selbstständig mal zu sein, und ich weiß ganz genau, dass das nicht für jeden da draußen ist. Manche möchten einfach nur im Angestelltenverhältnis sein und denen soll man auch sagen, was sie zu tun haben. Sie sind einfach nicht dafür gemacht, auf Menschen zuzugehen, Menschen anzusprechen und einfach auch diese, ich sag dieses Brennen, ja, für dieses Produkt einfach rüberzubringen. Das kann nicht jeder. Verstehe ich voll und ganz. Manch einer wird vielleicht lieber, was weiß ich, irgendwo in einem Büro sitzen, 8 Stunden lang, fährt er nach raus, hat keinen Außenkontakt gehabt zu fremden Menschen. Ich glaube, der wäre überfordert, Menschen anzusprechen. Deswegen sage ich, ja, ich verstehe das komplett, dass das nicht für jeden gemacht ist. Und dennoch darf mal aufgeklärt werden, was überhaupt ein Schneeballsystem ist. Ein Schneeballsystem ist das, wovon die Politik natürlich warnt und die Medien warnt, weil sie Angst haben, dass ihre Schäfchen auf einmal auch ihren Sitz oder, jetzt nenne ich es mal, nicht mehr registriert sind in diesem Land, was man Deutschland nennt. Ja, das wäre fatal, wenn das jeder erkennen würde. Was würden die Politiker machen, wenn kein Volk mehr dort gemeldet wäre? Zumindest vielleicht kein deutsches Volk. Weil sie Bewusstsein haben, entwickelt haben und Aufklärung betrieben haben oder sich informiert haben darüber, was es heißt, überhaupt in Deutschland noch angemeldet zu sein. Es geht auch ohne, ihr Lieben. Also nichts für ungut. Schneeballsystem AD. Werft den Schneeball dorthin zurück, der ihn irgendwo ins Leben gerufen hat, um die Leute in die Irre zu führen. Weiterhin viel, viel Spaß mit Rainer Uwe. Heute hier von dem schönen Schiff Royal Caribbean. Ja, Royal Caribbean ist ein wirklich sehr, sehr schönes Schiff. Und das Personal hier sind alle wirklich sehr, sehr zuvorkommend, freundlich und das Essen ist top. Du kannst dir aussuchen am Buffet oder du kannst dir sogar aussuchen, im Restaurant bedient zu werden. Ja. Und dann gibt es sogar noch zwischendrin leichte Kost, sage ich jetzt mal, bis 23 Uhr von morgens ab. Also es ist phänomenal, was hier geboten wird, ihr Lieben. Ja, das ist Forever Living. Ich kann es einfach nur empfehlen, diejenigen, die Mut haben, selbstständig zu sein, auf den eigenen Beinen zu stehen. Und ich kann euch sagen, ihr werdet auch nicht alleine gelassen, sondern ihr bekommt von eurer Upline immer Führung. Ja?
bis ihr selber gehen könnt hier in dem System. Viel Spaß! Und ich freue mich natürlich für jeden, der es erkennt, der vielleicht auch hier einsteigen möchte und ja, für ein persönliches Kennenlernen freue ich mich auf jeden Fall, ihr Lieben. Meldet euch, wenn ihr Lust habt, sagt es weiter, teilt dieses Video, klärt auf, was es heißt, Schneeballsystem oder was ein Schneeballsystem auf jeden Fall nicht ist. In diesem Sinne, euer Rainer Uwe. Ciao.